Hallo, ich habe schon einige Videos gemacht, in denen ich über trigonometrische Formeln erzählt habe. Nun will ich die wiederholen. Warum mache ich das? Ich habe jetzt ein besseres Aufnahmeprogramm und da dachte ich mir, ob ich vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Ich kann ein neues Video aufnehmen und zu gleicher Zeit meine Kenntnisse auffrischen. Es ist ein bisschen schwierig, trigonometrische Formeln zu merken und zu beweisen. Also, Sinus a plus b ist gleich Sinus a mal Cosinus b plus Sinus b mal Cosinus a. Das ist der erste Satz für heute. Ich glaube, wir kennen das. Und wenn wir den Sinus herausfinden möchten, ich schreibe ein bisschen anders. Ich schreibe Sinus a plus minus c, das ist dasselbe wie a minus c, stimmt's? Wenn wir diese Formel anwenden, dann erhalten wir Sinus a mal Cosinus minus c plus Sinus minus c mal Cosinus a. Und wir wissen, so machen wir noch eine Annahme, dass Cosinus minus c gleich Cosinus c ist, weil der Cosinus eine gerade Funktion ist. Wir wissen auch, dass der Sinus eine ungerade Funktion ist. Das heißt, dass Sinus minus c gleich minus Sinus c ist. Wir können das benutzen, um die zweite Zeile umzuschreiben. Sinus von a minus c ist gleich Sinus a mal Cosinus c, weil Cosinus minus c dasselbe wie Cosinus c ist. Also mal Cosinus c, dann minus Sinus c. Statt das zu schreiben, kann ich das schreiben. Minus Sinus c mal Cosinus a. Ich anwende das alles, um eine Reihe anderen trigonometrischen Formeln zu beweisen, die ich brauchen werde. Also, eine andere Gleichung lautet Cosinus von a plus b ist gleich Cosinus a. In diesem Fall sollte ihr die Sinus- und Cosinus-Funktionen nicht mischen. Ist gleich Cosinus a mal Sinus b minus, oh, entschuldigen, ich habe gesagt, ihr sollt die Funktionen nicht mischen und habe sie selber durcheinander gebracht. Also mal Cosinus b minus Sinus a mal Sinus b. Wenn ihr den Wert von Cosinus a minus b wissen wollt, verwendet dieselben Eigenschaften. Cosinus minus b ist gleich Cosinus b. Also das ist gleich Cosinus a mal Cosinus b. Cosinus minus b ist gleich Cosinus b. Und hier habt ihr dann Sinus minus b, der minus Sinus b gleich ist. Diese zwei Minuszeichen werden weggekürzt und wir haben hier plus Sinus a mal Sinus b. Das ist etwas kompliziert. Wenn hier das Pluszeichen ist, dann ist hier das Minuszeichen und umgekehrt. Aber das ist ganz logisch. Ich will nun nicht in die Einzelheiten eingehen, denn ich habe euch noch viele Formeln zu zeigen. Also, wenn ich, sagen wir, den Wert von Cosinus 2a herausfinden will, Cosinus 2a, na, das ist das gleiche wie Cosinus a plus a. Dann könnten wir diese Formel anwenden. Wenn hier das zweite a b gleich ist, so erhalten wir Cosinus a mal Cosinus a minus Sinus a mal Sinus a, weil b in diesem Fall gleich a ist. Wir können das als Cosinus Quadrat a umschreiben. Ich habe so Cosinus a mit sich selbst multipliziert geschrieben. Minus Sinus Quadrat a. Ich glaube, dass das bereits eine Gleichung ist. Cosinus 2a ist gleich Cosinus Quadrat a minus Sinus Quadrat a. Ich werde die Gleichung nachziehen, die wir in diesem Video beweisen. Und wenn das mir nicht so recht wäre, wenn ich diesen Term durch den Cosinus ausdrücken will, die Definition des Einheitskreises kann für unsere Winkelfunktion ergänzt werden.
Das ist fast die wichtigste Gleichung. Sinus Quadrat a plus Cosinus Quadrat a ist gleich 1. Oder man kann schreiben, ich denke darüber nach, wie ich das am besten machen kann. Ich kann schreiben, dass Sinus Quadrat a gleich 1 minus Cosinus Quadrat a ist. Und ich kann das nehmen und hier einsetzen. Dann kann ich das als Cosinus Quadrat a minus Sinus Quadrat a umschreiben. Sinus Quadrat a haben wir hier. Also minus, ich schreibe es mit einer anderen Farbe, minus 1 minus Cosinus Quadrat a. Ich habe dadurch Sinus Quadrat a ersetzt. Das ist gleich Cosinus Quadrat a minus 1 plus Cosinus Quadrat a. Wenn man es addiert, ist es gleich, ich schreibe weiter auf der rechten Seite, da wir einen Cosinus Quadrat a plus noch einen Cosinus Quadrat a haben, ist das gleich 2 mal Cosinus Quadrat a minus 1. Und das alles ist gleich Cosinus 2a. Wenn ich eine Gleichung nach Cosinus Quadrat a auflösen möchte, das lässt sich aus dieser Gleichung berechnen. Wenn ich 1 auf beiden Seiten addiere, lass mich das aufschreiben. Das ist also eine weitere Gleichung. Wenn wir 1 auf beiden Seiten addieren, erhalten wir 2 mal Cosinus Quadrat a ist gleich Cosinus 2a plus 1. Und wenn wir beide Seiten durch 2 dividieren, erhalten wir Cosinus Quadrat a ist gleich 1 Zweitel. Wir können das umformen. Mal 1 plus Cosinus 2a. Fertig. Nun haben wir noch eine Gleichung. Manchmal wird diese Formel auch Potenz der Winkelfunktion genannt. Wenn ich eine Gleichung nach Sinus Quadrat a auflösen möchte, vielleicht können wir zur Gleichung Sinus Quadrat a ist gleich 1 minus Cosinus Quadrat a zurückkehren oder wir können es anders machen. Wir können Sinus Quadrat a von beiden Seiten subtrahieren und erhalten, ich schreibe das hier unten, Cosinus Quadrat a ist gleich 1 minus Sinus Quadrat a. Wenn wir zur Formel Cosinus 2a zurückkehren, dann, ich schreibe das in hellblau, dann kann man schreiben, dass Cosinus 2a statt Cosinus Quadrat a setze ich das ein. Cosinus 2a ist gleich 1 minus Sinus Quadrat a minus Sinus Quadrat a. Wie ist der Wert von Cosinus 2a? Mal sehen. Wir haben minus Sinus Quadrat a minus Sinus Quadrat a. Wir erhalten 1 minus 2 mal Sinus Quadrat a. Das ist eine weitere Gleichung und das ist noch ein Weg, um Cosinus 2a zu schreiben. Wir entdeckten viele Möglichkeiten, um Cosinus 2a zu schreiben. Nun, wenn wir diese Gleichung nach 2 mal Sinus Quadrat a auflösen wollen, können wir es auf beiden Seiten addieren. Ich schreibe hier, um Platz zu sparen. Wenn wir 2 mal Sinus Quadrat a beiderseits addieren, erhalten wir dann 2 mal Sinus Quadrat a plus Cosinus 2a ist gleich 1. Wenn wir dann Cosinus 2a beiderseits subtrahieren, erhalten wir 2 mal Sinus Quadrat a ist gleich 1 minus Cosinus 2a. Dann dividieren wir beide Seiten durch 2 und erhalten Sinus Quadrat a ist gleich 1 Zweitel mal 1 minus Cosinus 2a. Da haben wir sozusagen eine Entdeckung gemacht, unsere Erfindung. Das ist interessant. Es ist immer interessant, auf die Symmetrie zu schauen. Sie sind identisch, außer dass hier wir plus Cosinus 2a und hier minus Cosinus 2a haben. Also, wir haben viele interessante Dinge festgestellt. Schauen wir mal, ob wir etwas mit Sinus 2a machen können. Ich wähle eine neue Farbe. Ich habe schon fast alle Farben benutzt. Also, wenn ich Sinus 2a berechnen will, d ist gleich Sinus a plus a. Und das ist Sinus a mal
Cosinus, ich will nicht so dick schreiben, mal Cosinus a plus, und das ist Cosinus a, das zweite a, ihr könnt es so erklären, plus Sinus, ich verwende die Gleichung Sinus a plus b, plus Sinus vom zweiten a mal Cosinus vom ersten a. Ich habe eben die ersten Term zweimal geschrieben, und das ist gleich 2 Sinus a mal Cosinus a. So ist etwas einfacher, also Sinus 2a ist dem gleich. Das ist ein anderes Ergebnis. Ich fühle mich schon etwas müde von diesen Experimenten mit Sinus- und Cosinusfunktionen. Hoffentlich war das eine gute Review für euch, weil die auch für mich gut war. Ihr könnt alle diese Formel aufschreiben. Ihr könnt sie auch auswendig lernen, wenn ihr Lust dazu habt. Tatsächlich wichtig ist aber festzustellen, dass ihr all diese Formel ableiten könnt, wenn ihr die Ausgangsformel habt. Bis zum nächsten Mal.